Eiche, Wirtshaus, Tisch. Hallo, der Franklin von Spessartbrett. Heute zeige ich euch einen Eichetisch, den wir gebaut haben, eine Maßarbeit. Die Details zeige ich euch jetzt gleich. Der Kunde hatte den Wunsch, einen alten Wirtshaustisch zu bekommen, wenn möglich ohne Metall und ganz klassisch gebaut. Er hatte da ein Vorbild von unserem Hocker, die wir anbieten, auch mit gedrechselten Füßen, und dem konnten wir gerecht werden. Hier seht ihr die Tischplatte. Das ist eine Eiche über 3 cm aus dem Spessart. Eine Asteiche, also hier sind einige Asteinschlüsse. Die wollte der Kunde auch so. Die werden wir auch nicht verschließen. So, und das ist die Unterseite vom Tisch. Hier seht ihr die Füße, die sind oben gedrechselt und eingezapft. Das hier ist die Gratleiste. Die ist nicht komplett durchgezapft, sondern hier bis hier ist der Grat reingesägt worden und dann ausgestemmt und ausgehobelt worden. Und die Gratleiste ist auch deutlich dicker wie das, was ihr seht, sondern die geht in den Tisch rein. Es wurde auch nur ein Drittel etwa verleimt, damit der Rest von dem Holz auch noch ein bisschen arbeiten kann. Und damit sie nicht rausrutscht wieder, ist natürlich etwas Leim drinnen. Ansonsten ist sie aber nicht press drauf geleimt. Man hätte das auch stumpf drauf machen können, drauf leimen können und hätte es verschrauben können oder mit Flachdübel oder Dübel fixieren können. Das wäre technisch auch ausreichend gewesen oder genauso gut haltbar. Aber der Kunde wollte eine ganz klassische Arbeit haben. Die hat er bekommen und wir haben uns sehr darüber gefreut, sowas machen zu dürfen. Jetzt wird der Tisch von unten erstmal geölt, nochmal nachgeschliffen und geschaut, ob alles schön glatt ist. Und dann drehen wir den und dann wird er von oben geölt. Das Ergebnis zeige ich euch auch gleich. So, und jetzt wird geölt. Der Kunde wollte alles ganz natürlich haben mit Leinöl. Das machen wir gerne. So jetzt schön auftragen. Und ihr seht, wie herrlich das Holz aufflammt, so nennt man das. Machen wir jetzt zweimal, also jetzt ist die erste Ölung. Dann lassen wir das einziehen, etwa 10 Minuten, dann reiben wir es nach. Dann warten wir noch mal einen Tag und morgen wird er dann noch mal geölt. So, ihr seht, der ist ganz schön saugintensiv und gleich geht es weiter. Und weiter geht es jetzt mit der Oberseite. Unten ist jetzt fertig. Ihr seht jetzt noch mal ganz schön, wie das Eichenholz aufflammt. Ich finde es immer total cool im Moment, weil man dann die Holzstruktur noch viel schöner sieht und das Wort aufflammen dann noch mal einen schönen Sinn ergibt. So, es wird jetzt schön üppig aufgetragen, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, noch mal so 10, 15, 20 Minuten warten, dass das Öl einziehen kann und dann das überschüssige Öl abnehmen mit einem Lappen, weil es sonst so glänzende, nicht schöne Flecken gibt. Ist zwar auch nicht sonderlich schlimm, denn das kann man noch mal nachschleifen, aber warum sich doppelte Arbeit machen, wenn man es einfach abtragen kann?